Wir sind in Akalkot, dem Wohnsitz von Param Sadguru Sri Gajanan Maharaj. Schauen wir uns zunächst in Akalkot um. Wer die höchsten Höhen der Vereinigung mit Gott erklimmen will, sollte sich dem fünffachen Pfad und der Meditation widmen. Wenn er sich dem Gipfel des Einsseins mit Gott nähert, wird alle Erdenschwere von ihm fallen und sein Weg einmünden in die große Stille der Ewigkeit. Wir befinden uns jetzt in der Umgebung von Akalkot. Thank you.
Zurück in Akkalkot wird gerade die Chili-Ernte sortiert und getrocknet. Holi ist das Fest der Farben, an dem die Inder fröhlich den Frühling begrüßen. Die Eiscreme besteht aus gefrorenem Wasser und Sirup. Ihr seid angekommen. तो हम तो रोटी नहीं खाती तो भूख लग रही थोड़ी रोटी खावर में रोटी रोटी भूख लग रही भूख Wir sind im Vorhof vom Guru Mandir, dem Wohnsitz von Shri.
చెప్పాలే బాబు. Ein Affe besuchte das Guru Mandir an dem Tag, an dem der Geburtstag des Affengottes Hanuman gefeiert wurde. Wir stehen im Vorhof mit Sicht auf den Eingang zum Haupttempel. Oben links wohnte Ratnakar. Er bekam von Sri den höchsten Bewusstseinszustand, den Nirvikalpa Samadhi, geschenkt und schrieb das Buch Satgurus Bestuval. Im Nebenhof des Guru Mandirs steht der Ram-Tempel mit seinem verzierten Kuppeldach. Minukambata und Ratnakar. Then you come to know that whatever happened is happened for the best and ultimate best of yours. It is not only necessary from your point of view that Sri's love is on you. Gedenkstätte mit Sri's Padukas.
Die Treppe führt zum Schlafraum von Sri. Im Haupttempel befinden sich verschiedene Gedenkstätten, wie die für Swami Sarnath. Rechts davon die Gedenkstätte für Gangadhar Maharaj. Blick ins Allerheiligste. Ballappa Maharaj ließ das Math bauen im Auftrag seines Vorgängers und Meisters Swami Sarnath. Hier im Bild. Schries Esszimmer und Küche. Noch ein privater Raum. Schries Mutter Sunamata, ein Yogini im hohen Zustand der Selbstverwirklichung. Ihr Guru Upashni Maharaj sagte ihr das Licht der Welt, also den Avatar, voraus. Schries Vater Swami Shivananda, ein sehr hoch verwirklichter Yogi. Eines der wenigen Jugendfotos von Sri. Wir sind Hochzeitsgäste. Oh.
Das Agniotti auf der Spitze des Obelisk, Sinnbild für das Licht der Welt, wurde am 14.04.1975 von Schrie gesetzt und am gleichen Tag symbolisch als Flamme des Wissens nach Deutschland mitgegeben. Shivapuri wird einst eine der heiligsten Pilgerstätten der Welt sein. Die Marmortafeln am Obelisk wie hier der fünffache Pfad spiegeln wider, was durch Shri der Menschheit gegeben wurde. ಯಾ ಯಜ್ಞರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಿ ಯಜ್ಞ ಸಮಂತಾರೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಿ ಯಜ್ಞಮದೆ ಅಣಿ ಅಣಿ ಅಶ್ವಿಮ ಯಜ್ಞಮದೆ ಕೈ ಫರಕ್ ನೀತಿ ಹೇ ತೇನಿ ಅಶ್ವಿಮ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿ ಇವ ಯಜ್ಞಮದೆ ಕುಂಟೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜಿ ಹತ್ಯಾನೆ ಇತ್ತು ಹೇ ಭೇದನೆ ಹೇ ಸಂಗೀತ ಐತಿ ಇವ ಯಜ್ಞಮದೆ ಕುಂಟೆ ವ ಅಶ್ವ ಕಿವ ಹೇ ಕೈತೆ ಬಳಿ ದ್ಯಾ ಹೇ ಬಳಿ ಕಾರಣಸ ನೀತಿ ಹೇ ಮಹಾರಾಜನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಕೇಳ ಯಜ್ಞ In dieser Oase des Friedens hat Charbonnet, der schon mit Shri zur Schule ging, die Aufsicht. Shri, der Avatar des beginnenden Wassermann-Zeitalters, gab der Menschheit nicht nur die Essenz aus den Veden, er hielt auch hier das erste Soma-Yaga nach 2500 Jahren ab und gewaltige Ströme der Liebe und hohe geistige Schwingungen strahlten seither von hier auf die ganze Welt aus. स्वामी ज्याला आपण स्वामी समर्थ असे ओळखले जातो ते अजा म्हणजे मी कवी या दृष्टीने मी जरा विचार केला तर मी असं समजतो की हा दत्तात्रयांचा चौथा अवतार मानला जातो पहिले स्वतः दत्तात्रय दुसरे श्रीपाद वल्लभ तिसरे श्री नरसिंह सरस्वती आणि नरसिंह सरस्वतीच्या नंतर अक्कलकोट स्वामी समर्थ असं मानलं जातं अशी माझी कल्पना आहे जे माझ्या वाचनात आलं त्या वाचनाच्या Büste von Shris Vater, Shriswami Shivananda. Surya, Licht hinter dem Licht. Lord Parshuram, der ewige Avatar. Saraswati, die Schutzherrin der Künste.
Grabstätte von Sris Vater Swami Shivananda. Zum Gedenken an Sris Großvater entstand eine Klinik, in der es nach seinem Vorbild kostenlose Behandlung für die Armen gibt.
have been able to come here at the feet of Sadhguru. And so you should try to understand what this phenomenon is. When you know that Sadhguru is able to help you on all levels, at all times, when that conviction dawns within you, then instantaneously on all levels you will get help. Außerhalb von Shivapuri entstand eine weitere Gedenkstätte. In der Nähe wurden Kühe gehalten. अपनी मर्जी हम तरस नहीं मांगते हमारा भगवान Travelers of Kingdom of Heaven, travel on fivefold path, the path of Almighty Father, light everywhere, light, showers, showers of bliss all over, no fear, no anxiety, no danger of judgment, freedom, ever freedom. Kingdom of Heaven is near. Near at hand,
grace of Almighty be with you all. Akalkot fand die Begegnung mit Sri meist in seinem Darshan-Raum statt. Die verschiedenen Gedenkstätten und Statuen erinnern an besondere Begebenheiten in seinem Leben.